Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute ist die Location ein bisschen weniger aufgeräumt, als es wahrscheinlich normal in meinen Videos ist. Oder wahrscheinlich, bisher war es immer so. Aber wir reden heute auch über ein Thema, das sehr stark in meine Lebenswelt reinmarschiert. Und ich lasse euch ein paar Einblicke geben und ich zeige auch zum allerersten Mal etwas, was ich selbst besitze, weil es wichtig ist für meinen Job. Lasst uns mal über Stifte reden. Egal wie digital die Welt wird, für mich ist so ein Stift immer noch was Besonderes, weil es ein Ausdruck meiner Arbeit ist. Die Verträge, die unterschrieben werden, die Notizen, die wir machen, sind für mich, wenn ich es mit der Hand schreibe und es auf dem Blatt Papier ist, ich es anfassen kann, irgendwie mehr wert, als wenn ich mit einem digitalen Stift auf meinem iPad was schreibe. Wir haben zwar eine digitale Firma, also sprich auch ein papierloses Büro, bis auf der Vorstand, der hat hin und wieder mal noch Papier rechts und links verteilt auf seinem Schreibtisch rumbollern. Und was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Das sind die Notizen der letzten Jahre und eigentlich steckt mein ganzer Erfolg in diesen Notizbüchern. Und das eigentlich kannst du auch streichen, weil das ist mein Erfolg. Und das alles, was da drin ist, ist nicht digital geschrieben, sondern das ist tatsächlich mit meiner Handschrift. Kann zwar keine Sau lesen. Darf man Sau eigentlich sagen, Robin? Ja. Oder muss ich rauspiepsen? Nee, ist okay, alles klar. Das bin ich. Das ist auch die Themen, die wir im Inner Circle bearbeiten. Also sprich mit denen, da sieht man mal, wie wichtig auch diese Stifte sind, weil vor 2-3 Jahren hat ja keiner an Inner Circle gedacht, dass ich mal sowas mache. Und jetzt bearbeiten wir aber genau die Themen aus diesen Büchern, die ich mit so einem Stift geschrieben habe. Jeder der Stifte hat irgendeine Geschichte. Und ich zeige euch ja nicht, was ich habe. Heute schon. Heute zeige ich euch mal meine Stiftsammlung, wenn man die so bezeichnen kann, weil ich die jeden Stift mit einer Geschichte verbinde. Und darüber reden wir jetzt einfach mal. Den einen Stift habt ihr ja schon gesehen. Die anderen Stifte liegen hier. Ob das jetzt viel oder wenig ist, will ich gar nicht definieren. Ich will euch erklären, warum ich mir so viel Geld überhaupt auf den Tisch lege und die Stifte gekauft habe. Weil nochmal, die Geschichten dahinter sind interessant und das Produkt selber ist einfach schön. Stiftehersteller gibt es jede Menge und auch ganz, ganz viele Unternehmen, die tolle Stifte bauen. Deswegen, das ist hier keine Werbung, ne? Blenden hier keine Werbung ein. Für mich gibt es halt so 2-3 Stiftehersteller. Stiftehersteller, heieiei, der Franke, wenn er durchbricht. Ne? Wo ich sage, da macht Spaß, Stifte zu kaufen, Schreibgeräte zu kaufen. Das eine ist Montblanc und das andere ist für mich Cartier. Das sind so meine beiden, die ja so meine Favorites sind. Vielleicht habt ihr ja noch einen Favorite, den ihr mit reinschmeißt, den ich in meine Sammlung aufnehmen soll. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr sonst noch so habt. Ich bin da sehr fokussiert und vor allem bin ich sehr treu. Wenn ich mal irgendwas als gut und schön definiert habe, dann kaufe ich das ständig. Ein treuer Kunde. Nur ganz, ich sehe es gerade nicht. Rocket sitzt neben mir. Wir laufen schon hinten die Schweißperlen runter, weil meine Frau zuschaut bei dem Video. Also, da liegt schon mein Leben der letzten 20 Jahre. Ich bin ja vor 20 Jahren in die Finanzdienstleistung und den allerersten Stift, den ich bekommen habe, das erste Schreibgerät war der hier. Das ist ein Montblanc Starwalker. War ein der erste eigentlich, der auch diesen Rubber, ich glaube Rubber hieß der oder heißt der sogar noch. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt schon noch gibt. Das war für mich Wahnsinn, weil der Stift hatte oder das Schreibgerät hat zwei Bedeutungen. Zum einen, der Mensch, der mich begleitet hat die ersten Jahre in der Finanzdienstleistung, Grüße gehen raus, Herr Pietz, hat mir diesen Stift geschenkt und er begleitet mich immer noch, weil er gesagt hat, ich kann nicht mit einem Plastikstift irgendwelche Verträge unterschreiben. Und da habe ich gesagt, hä, wieso, warum kann ich das nicht machen? Und er hat gesagt, naja, das ist ganz einfach. Die Menschen, die das unterschreiben, was du ihnen hinlegst, die sehen ja auch einen Wert in dem, was sie da tun. Und du legst da einen Plastikstift hin, dementsprechend gibst du dem Ganzen keinen Wert. Und dann habe ich erstmal verstanden, was eine Unterschrift, die ich auf ein Blatt Papier setze, was diese Unterschrift eigentlich für einen Wert hat. Sowohl für den Menschen, der sie ausführt, als auch den Menschen, der diese Unterschrift ja bekommt und damit in irgendeiner Form Geschäfte platziert. Der Stift war sehr teuer. Der hat, glaube ich, damals 280 Euro gekostet und ist die nächsten Jahre drauf immer teurer geworden. Für mich, ne? Ich war 22, 280 Euro für ein Schreibgerät, das war ungefähr so wie, ich konnte es gar nicht definieren. Aber in der Sekunde, wo ich dieses Schreibgerät geschenkt bekommen habe, in der Sekunde hatte ich tatsächlich einen Wert. Das Schreibgerät hatte sogar noch eine Besonderheit und zwar hatte er eine grüne Mine. Ich habe immer noch einen Stift mit einer grünen Mine, kommen wir später dazu. Warum eine grüne Mine?
auch da kam dann die Erklärung, naja, auch wenn du was Besonderes machst, muss es auch besonders gegenüber dem Mandant wirken. Vor allem, wenn du für dich etwas notieren möchtest, soll es sich unterscheiden von anderen, die vielleicht auch noch irgendwas außenrum notieren. Und deswegen habe ich da eine grüne Miene drin gehabt. Und tatsächlich heute immer noch, wenn ich etwas schreibe, ist es beim Mandanten grün. Und wenn der Mandant etwas schreibt, ist es schwarz, damit man unterscheiden kann, wer was geschrieben hat, unabhängig von der Schrift. Und in den Büchern, die ich euch vorhin gezeigt habe, immer die wichtigen Punkte, wo ich sage, die möchte ich mir ganz klar einbrennen, die sind auch mit grün geschrieben. Da wechsle ich dann zwischen den Farben, lege den einen hin und nehme den nächsten. Also der Stift hat mich wirklich meine Karriere lang, der hat viele Verträge unterschrieben für Firmen. Da ist so viel passiert, der ist auch ganz schön abgenutzt inzwischen. Man sieht einfach, dass ich mit dem gearbeitet habe. Irgendwann habe ich mir dazu den Füllfederhalter gekauft. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist auch der einzige Füllfederhalter hier, weil ich damit nicht schreiben kann. Also meine Schrift ist so eine Katastrophe, die hat sich seit der Grundschule auch nicht verändert, dass das Ding einfach, naja, das ist auch, da ist auch keine Mine drin, den habe ich einfach nur, war auch teuer, ja, großer Gott, ich musste unbedingt einen Füllfederhalter haben, weil es ist ja toll, einen Füllfederhalter zu schreiben. Aber trotzdem, irgendwie verbinde ich damit eine unglaublich tolle Zeit, die Anfangszeit meiner Karriere, und immer wenn ich den Stift heute sehe, weiß ich, wie ich gestartet bin. Dann habe ich im Laufe der Zeit, ne, wenn du immer mit dem gleichen Stift schreibst, irgendwie wollte ich dann noch was ergänzen dazu. Ich habe mir dann irgendwann mal von Porsche Design zwei Stifte geholt, die mit so einem Rollerball, die ich heute auch noch benutze. Die nehme ich halt dann, wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil die haben schon auch einen Wert. Ich weiß nicht, was die gekostet haben, 200 Euro oder irgend sowas, was auch viel Geld ist. Aber da sage ich halt, wenn ich die dabei habe und die mal verliere, heieiei, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Trotzdem schreibe ich gerne mit, weil sie einfach gut in der Hand liegen. Das ist auch interessant, das ist der Bremsschlauch von einem Porsche Turbo, glaube ich. Liebes Porsche Design Team, ihr habt da eine geile Idee gehabt. Ich hoffe, ich habe die Idee jetzt nicht verhunzt, aber es müsste der Bremsschlauch von dem Porsche Turbo sein. Und nachdem ich ja doch ein, zwei Porsche Turbo S hatte, Flex geht raus, kurz sagt jetzt Robin. Flex. War das für mich immer so eine Verbindung auch zu meinen Autos. Da verbinde ich jetzt aber eher weniger das Geschäftliche, das ist eher so ein privates Teil. Irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, naja, ich muss diese beiden Stifte, den vor allem hier ergänzen, und daraus hat sich ein Teamstift entwickelt, und zwar der hier. Den Stift hatte zuerst Rocket, weil Rocket von mir einen Stift bekommen hat, um eben auch die Verträge zu unterschreiben. Das war so ein Geschenk unter uns. Wir machen uns im Jahr ja immer mal wieder Geschenke. Das ist ein Cartier. Da habe ich zum ersten Mal einen Cartier-Stift auch in der Hand gehabt, auch definiert, okay, Cartier-Stift ist geil, hat Rocket gekriegt. Und der hat sich dann aber zum Teamstift entwickelt. Also Herr Nöckel hat den gleichen, ich habe den und Rocket haben den. Und wir machen damit alles, was bei Swart, also sprich bei unserer Holding, wichtig ist. Dafür nehmen wir den. Und Verträge mit beim Notar zum Beispiel unterschreiben wir mit denen, den nehmen wir dann mit. Oder alles, was wir so gemeinsam machen, unterzeichnen wir damit. Das Einzige, was wir nicht damit machen, ist beim Shoppen damit unterschreiben, merke ich gerade, Rocket. Sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir den vielleicht mitbringen. Das sind ja auch die Summen, die gerade gering. Dann gibt es eine Stiftelinie, die ich mir als Ergänzung zu den beiden gekauft habe. Und zwar bin ich dann, nachdem wir den gekauft haben, zu Cartier, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, und habe gesagt, ich möchte eine Ergänzung für die Linie. Ich will keinen Füllfederhalter mehr, sondern da habe ich mir einen Rollerball genommen und habe zu dem Rollerball auch einen Kugelschreiber genommen. Jetzt seht ihr den aber auf dem Tisch nicht. Liegt daran, der wurde mir geklaut. Ich kann euch nicht sagen, wer ihn geklaut hat, wann er geklaut wurde und warum er geklaut wurde, aber er wurde geklaut, er ist nicht mehr da. Der war auf einmal weg. Und wir haben alles durchsucht. Das heißt, diese Ergänzung war dann ergänzt und dann nur noch alleine. Da ist es so, den Stift finde ich einfach mega. Also wenn man den anfasst, der ist massiv schwer. Cartier hat da ein unglaublich tolles Design dafür kreiert. Der liegt auch geil in der Hand. Also wenn ich da meine Unterschrift irgendwo drauf jag, dann das fühlt sich einfach cool an. Und ich muss auch sagen, wenn ich den am Tisch liegen habe, dann sprechen mich ganz viele drauf an. Und dann fragen sie, warum kaufst du so einen teuren Stift? Der war wirklich teuer. Und dann sage ich, naja, weil das, was du machst hier bei uns, hat halt auch ein Gewicht. Und dieses Gewicht spürst du in dem Stift. So ein Verkaufsspruch. Aber aus tiefstem Herzen. Ich denke halt immer, wenn du Geschäfte machst, dann solltest du irgendwas noch neben dem Geschäft haben, was dich in Erinnerung bleiben lässt. Weil der Mandant, der Mensch, mit dem du Geschäfte machst, kommt dann zu dir zurück, weil er dich in irgendeiner Form im Gedächtnis hängen hat. Und so ein Stift kann dazu beitragen, ne? Wenn er mit irgendwas unterschreibt, was er halt vorher nicht gekannt hat. Wenn er ein Auto kauft und das mit einem teures Auto ist und er unterschreibt das mit einem Kugelschreiber, der halt aus Plastik ist, glaube ich fast,
Das, also ich als Kunde finde es nicht geil. Ich habe dann teilweise meine eigenen Stifte dabei, aber wenn ihr Autoverkäufer seid, legt doch einen geilen Stift dahin. Das ist doch der Mandant oder der Kunde in dem Moment auch wert, dass er mit dem unterschreiben darf. Kommen wir mal zu zwei Stiften, da habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich die überhaupt kaufe. Es ist nicht so, dass wir dem Konsum abgeneigt sind. Das hört sich wahrscheinlich total scheiße an, aber es ist halt, wir shoppen schon gern, das muss ich ganz offen zugeben. Und das ist ja, wir arbeiten ja auch viel und dann investieren wir das Geld auch gerne in schöne Sachen. Bei den beiden Stiften hier, zwei Montblanc Stifte, habe ich aber ernsthaft, ich weiß nicht, wie lange ich da außen rumgeschlichen bin. Rocket bin ich lange außen rumgeschlichen, ne? Weil ich das Geld für ein Schreibgerät, habe ich mir gedacht, okay. Es gibt zum Beispiel von RM, von Richard Mill, ich tue mir da echt schwer, wo ich die Dinger geil finde, gibt es ein Schreibgerät, da sage ich, das Geld gebe ich nicht aus. Nicht für ein Schreibgerät, also da bin ich vielleicht noch geerdet genug, keine Ahnung oder was weiß ich. Aber hier war es so, ich habe dann gesagt, die beiden Stifte haben mir so gefallen, ich kann euch das erzählen, wo es war. Es war hier in München, im Oberpollinger, da ist eine Montblanc-Ecke und dann bin ich vorbeigelaufen und habe diese Stifte im Augenwinkel blitzen sehen. Bin ein paar Meter gelaufen, habe Rocket angeguckt, habe gesagt, Rocket, wir müssen noch mal umdrehen. Ich habe da, glaube ich, zwar ein neues Pärchen gefunden, um mit den Stiften zu arbeiten. Da schaut sie mich an und sagt, was, du hast ein Pärchen gefunden, um mit den Stiften zu arbeiten? Was ist denn hier jetzt passiert? Live, ne? Und dann haben wir uns umgedreht. Ich habe gesagt, doch, komm, lass uns das mal anschauen. Und dann sind wir um diese Stifte rum und ich glaube sogar, mein bester Freund war dabei. Benny war, glaube ich, dabei mit Sarah, Rocket nickt gerade. Benny, Grüße gehen raus. Mein Coach war dabei. Und ich habe gesagt, okay, geil, geschrieben damit, dass auch die haben das ist einfach wie so ein Stift ausbalanciert ist in der Hand. Allein daran merkt man schon, ob das was Gutes ist, was du machst oder nicht. Ne? Und wenn ich damit schreibe, das ist einfach, ich habe eh eine dynamische Schrift, das ist einfach sensationell. Aber die haben halt einfach ein richtiges Geld gekostet. Geld ist immer richtig. Da hat aber auch tatsächlich mein Herz ein bisschen geblutet. Und habe aber dann entschieden, ich nehme sie mit, weil die beiden wurden dann tatsächlich dann endlich mal die Ergänzung dazu. Hier war ja mein Pärchen zerrissen. Derjenige, der das Schreibgerät hat, freu dich drüber. Du hast was Wertvolles in der Hand, was Wichtiges in der Hand. Mach was Wichtiges damit. Wenn das der Stift dann für dich ist, dann ist es für mich okay. Jetzt habe ich ein neues Pärchen und wenn mir das einer klaut, dann muss ich ehrlich sagen, dann lasse ich Holger los. Weil das liebe ich. Und jetzt ist genau das. Das ist der Kugelschreiber. Und dann können wir hier mal wieder das aufmachen und wenn ihr mal seht, der unterschreibt grün. Und es ist so, wenn irgendwas Wichtiges ist, was auch in den Büchern die Inner Circle Kollegen und Freunde, die und auch Freunde, Mann, die Member im Inner Circle, ich weiß noch gar nicht, wie ich zu euch sagen soll, Inner Circles oder so, die werden das dann sehen, in dem Buch stehen schon ein paar grüne Stellen drin, die einfach wichtig sind für mein Leben und für das, was ich tue. Boah, Robin, wir hatten eigentlich die Mauer am Start hingestellt. Ich hatte meine Sucht so im Griff, ne? Mauerams sind meine Sucht. Ich hatte die so im Griff und die hat wieder irgendeiner dahingestellt, weil ihr wollt, dass ich meine Sucht nicht mehr im Griff habe. Und jetzt ist es passiert. Verdammte Scheiße. Ich musste die Kamera mal kurz ausmachen. Ich muss das bei Mauerams essen. Kommen wir wieder zu den Stiften, oder? Ich esse hier noch. Mein letzter Kauf ist der hier, Mickey Mouse. Und daran sieht man, dass ich die Stifte wirklich nicht kaufe wegen der Geldanlage oder irgendwas, sondern weil ich es lustig finde. Oder weil ich sage, wenn ich mit dem Stift jemanden unterschreiben lasse, dann bleibe ich es in seinem Kopf hängen. Und bei dem ist es so. Die Spitze schaut aus wie von Walt Disney, der Zug. Da ist die Mickey Mouse, die rausschaut. Und auch das war so, ich habe den Stift gesehen, bin dran vorbeigelaufen, habe schon in der Werbung immer mal gesehen, dass es den gibt. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich ihn mal sehe, gucke ich mir an und dann kaufe ich ihn vielleicht auch. Und so war es dann. Ich bin dran vorbeigelaufen, ist noch gar nicht lang her, vielleicht 2 Wochen oder so. Und habe dann den Stift auf jeden Fall mir auf den Zettel schreiben lassen und habe ihn jetzt bei mir in meinem Besitz, in meinem Herzen. Weil damit werden wieder Geschäfte gemacht. Gute. Für alle Seiten. Für die, die damit unterschreiben. Und für mich, weil ich ihn habe. So. Kommen wir zum Ende bei dem Video. Warum habe ich euch jetzt das Zeug da gezeigt? So irgendein Learning muss man ja immer noch mitnehmen. Also ich bin mir sicher, man kann mit diesen Themen hier auch Geld verdienen. Dafür mache ich es nicht, sondern ich verdiene dann mit dem Stift und dem Tun. Aber ich glaube auch, dass man die als Geldanlage nutzen kann. Da kommt mit Sicherheit mal noch ein Video dazu. Ich wollte euch einfach nur mitgeben, dass wenn ihr etwas tut, was einen Wert hat, ihr den Wert auch unterstreichen könnt, zum Beispiel durch solche Schreibgeräte. Überlegt euch, wo ihr die einsetzen könnt.
Und es ist halt auch deutlich schöner, schneller und auch irgendwie am Anfang von der Karriere halt auch erreichbarer, wenn ich an meinen ersten denke, sowas zu bekommen oder jemanden zu schenken als eine teure Uhr, ein Kettchen oder sonst irgendwas. Das hat wirklich einen Wert, auch wenn ihr euren Mitarbeitern, Freunden oder vielleicht wichtigen Leuten in eurem Umfeld was Gutes tun wollt. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand bei einem Schreibgerät nicht gefreut hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und folgt mir natürlich. Ja, Robin, ich krieg's hin. Und ja, denkt dran, ne? Jeden Montag, 18 Uhr, gleicher Kanal, geiles Video. Ich finde wirklich, die Blocks schmecken besser als die Stripes. Findet ihr die Blocks auch besser als die Stripes? Einfach mal kommentieren.